Was haben Sie uns denn heute als These mitgebracht? Und ich würde sagen, Sie haben vor allem eine Besorgnis mitgebracht an diesen Tisch. Absolut. Und wir reden über Energieversorgung, wir reden über Autarkie und wir vergessen total, dass wir das wichtigste Gut, was wir hier in Deutschland produzieren, nämlich die wichtigste Energiequelle, die wir täglich zu uns nehmen, die Nahrung, die setzen wir gerade dramatisch aufs Spiel. Und das Ganze jetzt nicht aufgrund der aktuellen Regierung, sondern aufgrund der Vorgängerregierungen seit mindestens 10 Jahren ist es so, dass wir mit Verordnungen drangsaliert werden. Uns werden Fußfesseln, ja sogar Handfesseln schon angelegt. Und wir sollen trotzdem noch dasselbe leisten, was physisch faktisch nicht möglich ist. Und solange wir uns davon nicht lösen, und wir haben nun mal auch aufgrund des Ukraine-Krieges, aber auch vorher schon, einen absoluten Mangel an Ernährung. Natürlich gibt es ein Verteilungsproblem, aber grundsätzlich hungern die Menschen direkt bei uns vor der Haustür. In Nordafrika, in den Maghreb-Staaten. Es fehlen Weizenmengen. Die kommen aus der Schwarzmeerregion übrigens nicht raus. Und die ersten Schiffe, die ausgelaufen sind, die sind nämlich nicht nach Afrika gefahren, sondern sind nach Europa gefahren, nach Irland, Frankreich und Großbritannien. Also so viel zu der Doppelmoral, von der wir gerade schon mal gesprochen haben. Und wenn wir so weitermachen, sind wir nicht mehr in der Lage, dass wir uns tatsächlich hier selbst ernähren können. Das ist jetzt schon faktisch so. Bei Obst und Gemüse haben wir einen Selbstversorgungsgrad von weit unter 30%. Das will immer keiner hören. Wenn Sie mit Politik, mit der aktuellen auch reden, da wird mit Zahlen hantiert, die sind über 2 Jahre alt, die sind überhaupt nicht mehr aktuell. Und damit wird immer gerechtfertigt, oder da kommt die Rechtfertigung, dass wir doch autark sind. Sind wir in keinem Bereich mehr. Wenn wir noch mal ganz konkret hinblicken, ja. Elli, und ich möchte wirklich, dass Sie diese Besorgnis auch teilen. Wie geht es den Bauern? Dreckig. Wir haben ein Höfesterben und ein Landwirtschaftssterben. Wir reden hier von Familien. Wir reden von Familien, die seit Generationen das machen, was für Frieden und Wohlstand seit Hunderten von Jahren gilt. Und jeden Tag sterben Dutzende Betriebe, selbst Milchviehbetriebe. Und wir haben übrigens einen Mangel gerade an Milchvieh. 6 Milchviehbetriebe machen jeden Tag die Bude zu. Und es muss uns klar sein, anders als bei Kohlekraftwerken, die wir jetzt ja verzweifelt versuchen, wieder ans Netz zu bringen, macht ein landwirtschaftlicher Betrieb zu, macht er nie wieder auf. Und dann stehen wir irgendwann da. Und wir sehen ja natürlich, das Wetter verändert sich total. Wir sehen das bei uns auch. Und das ist in anderen Weltteilen genauso. Wollen wir uns wirklich in der Abhängigkeit begeben von irgendwelchen Diktatoren, von Herrschern wie Herrn Bolsonaro, der übrigens im letzten Monat mehr Regenwald abgeholzt hat als jemals zuvor? Warum denn wohl? Damit er stellt sich schon darauf ein, dass er irgendwann einspringt und uns unseren Job ja faktisch wegnimmt, das macht die Politik, um uns dann zu ersetzen. Wie geht es Ihrem Hof speziell? Also haben Sie auch Angst, dass Ihnen das ausdroht? Also wir haben schon vor Jahren mit 2, 3 Standbeinen aufgestellt. Wir haben nochmal ein Hotel, wir haben einen Biergarten, wir backen uns einen Kuchen. Also wir kommen halbwegs klar. Aber Sie könnten von der Landwirtschaft heute nicht mehr leben? Nein, wir können unseren Hof, wir haben einen ziemlich großen Hof, der ist komplett aus Hornbildschutz, Denkmalschutz, der kostet viel Geld. Und den zu unterhalten, ist mit der Landwirtschaft so nicht möglich, auf keinen Fall. Wie ist es mit dem Nachwuchs in der Landwirtschaft? Ja, das ist ja auch so ein Ding. Wir haben ja keinen Fachkräftemangel. Ich glaube, wir sind der einzige Industriezweig. Wir sind übrigens auch der größte Arbeitgeber mit dem nachgelagerten Bereich. Wir sind Landwirtschaft. Wir sind nicht der Bauer sucht Frau von RTL. Das ist ja auch oft verkannt. Ja, ist ja leider so. Sondern wir haben überhaupt keinen Nachwuchsmangel. Wir haben die best ausgebildeten Landwirte. Das ist die einzige Branche, die ich kenne. Ja, ist wirklich so. Also ja. Bei Ihrem Wahlkreis gibt es tatsächlich Fachkräftemangel auch bei den Bauern. Ne? Also das haben als Landwirt? Schon. Als Landwirt auch, genau. Können wir uns ja anfangen. Vor allen Dingen im Viehzuchtbereich. Pflanzenzucht eher weniger, aber Viehzucht, da ist es das Problem. Da. Handfesseln lösen und dann läuft es. Jetzt gehe ich in der Analyse noch ein Schrittchen weiter. Wir haben gerade über Politik geschimpft. Jetzt schimpfe ich mal nicht über Politik, auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass Landwirtschaft mittlerweile auch unter dem Einfluss von EU zu einer planwirtschaftlichen Veranstaltung wird. Ja. Jetzt schimpfe ich mal auf das Volk. Auf die Bürger. Ja. Sie wollen sich heute alle zum Feind machen, Herr Kraus. Politik, Bürger, gleich noch mich. Ja, das gefällt mir. Nein. Jetzt geht's los. Der deutsche Verbraucher, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, der deutsche Verbraucher, ja, er will immer das Billigste. Ja, das kommt ja bei euch natürlich in Form von Dumpingpreisen an. Ja. Der deutsche Verbraucher will nicht das, was jahreszeitlich bei uns wächst und geerntet wird, sondern er will halt im Winter dann frisches Obst aus Südamerika, Früchte aus Gemüse aus Südafrika und so weiter und so weiter. Da wäre wirklich mal ein Umdenken notwendig. Jetzt kommt aber Ihre Gouvernantenrepublik, die Sie ins Spiel gebracht haben. Nein, da appelliere ich nicht an die Politik, sondern an die Bürger. Hier ist der Bürgerappell. Ich möchte noch ganz kurz, entschuldigen Sie bitte, Frau Rieger, ich möchte noch ganz kurz eine Aussage von Ihnen zeigen, Herr Lee, weil Sie sind uns ja aufgefallen und wir möchten ja in den nächsten Monaten hier viel öfter Bürger am Tisch sitzen haben. Und ich möchte es einmal ganz kurz noch zeigen. So, jetzt haben wir Gewissheit. Wir wissen also jetzt,
dass wir nicht nur bei der Bundeswehr, bei unserer Energie, bei unserer gesamten Infrastruktur komplett blank sind, sondern dass wir auch jetzt beim Wichtigsten überhaupt, nämlich bei unserer Selbstversorgung mit Ernährung, auch komplett am Arsch sind. Wie soll ich sonst erklären, dass ich einen Weizen gedroschen habe auf einen absoluten Spitzenstandort mit einem Proteingehalt von 8,8%? Für alle, die es nicht wissen, damit kannst du kein Brot backen. Unmöglich. Selbst der beste Bäcker da draußen kann das nicht. Und wie kommen wir zu diesen Werten? Wie kommen wir dazu, dass aus allen Himmelsrichtungen in Deutschland gerade die gleiche Scheiße gemeldet wird? Ich habe eine ganz konkrete Frage. Ja. Was würde Ihre Arbeit erleichtern? Weil Sie sagen, Ihnen sind Hände und Füße gefesselt. Ja. Können Sie mir konkret sagen, was das ist? Wir bleiben noch einmal beim Protein. Die Frage kann behalten ich, kann ich bei? Genau darauf beziehen, okay, die Frage. Ja, klar. Also, und dann die Frage von Herrn Rieke. Deutschland hat 2012 nach Brüssel die Messwerte unserer Brunnen gemeldet, also unseres Grundwassers. Und Deutschland war das einzige Land, was nicht wie alle anderen Länder den Durchschnitt gemeldet hat, sondern wir haben nur die Höchstwerte gemeldet. Aufgrund dessen fußen bei uns drei Düngeverordnungen. Das heißt, wir müssen immer weniger düngen. Das heißt, wenn Sie kleine Kinder haben, dann braucht das Kind 100% des Tagesbedarfs. Bei uns ist es immer, dass wir nur noch 80% des Bedarfs der Pflanze düngen können. Und das jetzt mit drei Düngeverordnungen, das soll jetzt nochmals verschärft werden. Und aufgrund dessen ist ja wohl logisch, eine Pflanze braucht genau wie ein Mensch eine bedarfsgerechte, wir reden nicht von Überdüngung, wir reden von einer bedarfsgerechten Düngung. Und das ist das Ergebnis davon. Wir haben noch nie einstellige Werte im Proteingehalt gehabt. Sie müssen also gewissen, also ein guter Bäcker kriegt es mit 10,5% hin. Zur Wahrheit gehört auch, das hängt von der Sorte ab. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass wir von der Industrie gezwungen wurden, so hohe Qualitäten abzuliefern. Also wenn ich das jetzt mal platt sage für eine Bürgerin wie mich, die nicht so bewandert ist in Landwirtschaft, das Brot zerfließt also beim Bäcker auf dem Backblech und ist ungenießbar. Genau so ist es, na klar. Und wir haben dieses Jahr, ich habe mit großen Mühlen gesprochen, die haben gesagt, wir waren dieses Jahr zum ersten Mal in der Historie nicht in der Lage, dass wir uns selbst autark mit brotbackfähigen Weizen versorgen konnten. Wir mussten also dazu kaufen. Also der Weizen kommt jetzt aus den USA oder woher kommt der? Könnten wir in Deutschland uns ernähren mit dem, was da ist? Selbstverständlich. Wenn es richtig gemacht wird. Selbstverständlich. Also die Menge ist da und die Qualität stimmt in diesem Jahr nicht. Genau, das ist quasi ja die Botschaft. Genau so ist es. Noch verrückter kommt es aber jetzt, und das ist ein Ding, das ich unbedingt hier loswerden muss. Wir haben jetzt sensible Gebiete nach Brüssel melden müssen. Sensible Gebiete heißt zum Beispiel, dass sie dort Nationalparks, Frankreich hat das gemacht, die haben Nationalparks gemeldet, die großen, und dort dürfen sie kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen. Also Herr Özdemir würde sagen Pestizide. Mhm. Und wir schützen damit die Pflanzen. Ist wie ein Medikament. Also es ist total irre, dass sie das nicht mehr einsetzen können. Übrigens gilt das auch für Biobauern in diesen Bereichen. Mhm. Da der Biobauer nutzt natürlich auch Schwefel und Kupfer, gerade im Weinbau, unnachlässig. Also es geht gar nicht ohne. Und wir haben wirklich alle Schutzgebiete, selbst Landschaftsschutzgebiete gemeldet. Das heißt also, 60% der Fläche Deutschlands wäre damit betroffen. Das würde also heißen, dass auf diesen Flächen keine Landwirtschaft mehr möglich wäre. Und nur mit einem sehr geringeren Ertrag, ne? Also mit höherem Aufwand, einem geringeren Ertrag. Also wenn Sie umstellen auf Bio, ja, dann ernten Sie maximal die Hälfte. Aber ich sagte ja gerade, selbst der Biobauer darf seine Mittel, die er auch einsetzt, das ist ganz klar, auch nicht mehr einsetzen. Das heißt also, dort da haben wir Erträge wie im Mittelalter. Und aber muss man da nicht direkt mit Herrn Özdemir reden, die Regierung? Ja, natürlich müssen wir reden, aber Sie haben ja gehört, das ist eine Geschichte, die seit 2012 angewachsen ist. Das ist jetzt neu, mit den sensiblen Gebieten, das ist neu. Da geht es ja auch nicht um Dünger. Die FFH-Gebiete. Zum Beispiel, das war ja noch verrückter mit dem API, da gehen wir gar nicht drauf ein, das ist zu spezifisch. Hier geht es jetzt wirklich nur um Pflanzenschutzmittel. Dänemark hat den Weg ja auch korrigiert. Dänemark war bei Dünger, genau, die haben 10 Jahre das gemacht und haben gesagt, Mensch, das funktioniert alles hinten und vorne nicht, wir korrigieren das. Und ist ja immer so, wir machen ja immer das Gleiche, wo andere schon Fehler gemacht haben, oder wenn wir Regeln aus Brüssel kriegen, setzen wir immer noch einen oben drauf. Ja, apropos Brüssel, vielleicht noch eine Antwort auf Ihre Frage, ob wir landwirtschaftlich in Deutschland autark wären. Natürlich wären wir das. Wir haben ja gleichzeitig finanziell gefördert durch die EU, was weiß ich, wie viele 100.000 Hektar oder Quadratkilometer Brachfläche, wo Bauern dafür bezahlt werden, dass sie etwas brach liegen lassen, statt etwas anzubauen. Ja. Das ist genau ein Punkt, das ist totaler Wahnsinn. Also jetzt wird uns gesagt auch, wir haben ja Wahlkampf bei uns in Niedersachsen, wir hören also auch von allen möglichen Parteien, dass ihr kriegt ja dafür einen Ausgleich. Wir wollen keinen Ausgleich, wir wollen doch unsere Kulturlandschaft, die Landwirte erschaffen haben, doch nicht zur Steppe verkommen lassen. Das ist doch Wahnsinn. Und wie willst du das denn allen Ernstes irgendwo auf der Welt erklären, dass Deutschland einen Sonderweg geht und alles kauft, weil sie Geld haben? Wie können wir das moralisch mit unserem christlichen Glauben vertreten? Also ich kann das nicht und ich werde das auch nicht machen. Frau Rieke, was muss denn hier die FDP tun?
die muss sich diesem Problem annehmen und muss dafür sorgen, dass viele Verbote und Hindernisse einfach aufgehoben werden. Und es muss einfach auch neu untersucht werden. Die Zahlen müssen neu aufgestellt werden. Wenn Sie sagen, wir haben sozusagen die Höchstzahlen genommen, ja, dann muss die FDP jetzt vorangehen. Wenn sie es nicht erreicht, muss sie die Koalition platzen lassen. Na, das wäre ja mal was. Sie hatten ja Carina Konrad vor kurzem. Carina Konrad ist die agrarpolitische Sprecherin im Bundestag. Die sieht das genauso. Ich frage mich auch nur, warum die FDP sich nicht mit der SPD mal zusammentut und da mal ganz klar auf den Tisch schaut. Hier geht es ja auch unserem sozialen Frieden um bezahlbare Lebensmittel. Wir verknappen ja die Ware. Hier müssen wir vielleicht wirklich mal die Ampel in Schutz nehmen. Die sind ja noch nicht so viele Monate am Werk. Wir haben keine Zeit. Bald erst ein Jahr. Wir haben auch so viele Probleme natürlich wie nie. Ne? Und wir haben gerade einen Kompromiss erreicht, um jetzt eben in dieser Situation, in der wir uns befinden, wo es eine Verknappung auf dem Weltmarkt gibt, eben auch zu ermöglichen, dass mehr Weizen produziert wird, dass die Fruchtfolgen verändert werden, also für die Leute da draußen, dass man zweimal hintereinander dasselbe sehen darf, darf man normalerweise eben nicht mehr. Also dass all diese Dinge, dass die Situation sich auch entspannt. Also sie können ja nicht so behaupten, dass überhaupt nichts passieren würde. Das Problem, was ich eher sehe, wenn ich mit den Bauern im Wahlkreis rede, ich habe letzte Woche auch wieder mehrere besucht, wir haben aus DDR-Zeiten halt diese ehemaligen LPGs, also recht große Betriebe bei uns, die eben eher sagen, naja, wir möchten gerne bessere Haltungsformen, der Verbraucher möchte das auch. Wir haben eben nur Probleme, unsere Stelle genehmigt zu kriegen. Ne? Unsere Stelle, unsere uns entsprechend wirtschaftliche Standorte. Also ich eher sage, wirklich, da müssen wir entbürokratisieren, dass die Bauern wirklich vernünftige Einheiten haben, wo die Tierhaltung zu viel. Geht alles zu langsam. Ja, verdammt nochmal, wir haben einen Bundeskanzler mit Richtlinienkompetenz. Das Problem ist aber der leidet Tierhaltung. Nicht unter der Richtlinienkompetenz, sondern unter Gedenken. Lass uns Tierhaltung, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Diese Woche hat ja Clemens Tönnies... Das ist jetzt ein anderes Thema. Clemens Tönnies hat ganz klar gesagt, wir werden das einfachste Tierwohl, ITW, nicht mehr bezahlen. Wir reden hier von 6 Cent für ein Kilo Schweinefleisch, weil das an der Ladentheke nicht mehr gekauft wird. Und wir wissen es alle, am Regal endet die Moral. Und deswegen können wir so viel Ställe umbauen, wie wir wollen. Der Bürger hat gerade andere Probleme draußen. Der bückt sich ein Regal tiefer und kauft das Günstige. Wenn wir jetzt hier in Vorleistung treten sollen, welcher Betrieb würde das machen? Welcher Selbstständige würde sagen, ich trete jetzt in Vorleistung, investiere in einen Stall für 20 Jahre, ohne Gewissheit, dass es klappt? Kein Mensch. Sie müssen vor allem die Planungsleistung haben, dass Sie dann eben auch in 20 Jahren Ihren Return on Investor noch haben. Genau, wer gibt mir den? Aber nehmen wir einmal einen Lösungsweg. Wenn jetzt Sie heute Kanzler sind, Herr Lia, welche 3 Punkte sagen Sie, die müssen sofort umgesetzt werden und das hilft, Ihre Lösung? Unsere Lösung ist ganz klar, dass wir uns, ich habe es ja gerade gesagt, plastisch unsere Handfesseln lösen, dass wir einfach auch mal vertrauen. Jeder Landwirt, jede Landwirtin da draußen ist staatlich ausgebildet. Also das kann ja nicht so schlecht sein. Ne? Und ich sage ja, wir haben die bestausgebildeten Landwirte der Welt. Die machen keinen Schmuh. Natürlich muss man überall Regeln machen, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn erster Punkt, Regelabbau. Bürokratieabbau, so wie in jedem Handwerk. Bürokratieabbau, die Landwirte machen lassen, dass wir natürlich auch immer besser werden können, zweifle ich an. Aber es gibt doch Folgendes, wenn wir hier die Landwirtschaft nicht mehr machen, macht es ein anderer viel schlechter. Was ist dann fürs Klima gewonnen, was ist für Artenschutz, was für Tierwohl gewonnen? Gar nichts. Zweiter Punkt, nichts. Sie haben noch zwei. Zweiter Punkt ist ganz wichtig, dass wir dieses Oligopol, den Lebensmitteleinzelhandel, diese Riesenmächtigen, die über 90% Marktanteile haben, die entscheiden nämlich, was im Regal landet. Die bedienen sich auf der ganzen Welt, kaufen das Billigste ein. Und der einzige Standard für Lebensmittel, die in die EU kommen, ist, dass sie nicht gesundheitsgefährdend sein dürfen. Da steht nichts mit Tierwohl, mit sozialen Standard, gar nichts. Also da wünschen Sie sich mehr Standards? Na klar. Also dann mehr Regeln in dem Fall? Für die, klar. Also wir kämpfen doch mit völlig verzerrtem Wettbewerb. Wie soll denn ein Obstbauer hier bei uns allen Ernstes mit dem Marokkaner mithalten? Wie soll das denn bitte schön gehen mit den hohen Standards, mit Mindestlohn? Das ist doch nicht machbar. Das muss auch jedem Bürger draußen klar sein. Dritter Punkt ist... ich hätte noch Tausende, wenn ich ganz ehrlich bin. Den dritten aber, jetzt noch. Ist es ja, dass wir einfach Vertrauen von der Politik bekommen. Ich hatte es ja gerade gesagt, diese Schutzgebiete, die wir gemeldet haben, da hieß es in den 90er Jahren, dass die Bauern zusammen mit der Politik einen Vertrag eingehen, dass in den Schutzgebieten weiterhin Landwirtschaft betrieben werden kann. Das ist jetzt mit Füßen getreten worden. Das ist eine faktische Enteignung. Die auf diesen Betrieben, auf diesen Flächen, darf keine Landwirtschaft mehr stattfinden. Ich möchte mal wissen, wie das ist, wenn tatsächlich VW oder so gesagt wird, ab morgen ist Feierabend. Wir müssen das hinnehmen. Sie darf, aber sie lohnt sich vielleicht nicht mehr in dem Nein, Sinne. Nein, das ist Quatsch. Das ist nicht mehr möglich. Das ist ungefähr, also VW sage, ihr kriegt jetzt ein Dynamo dahin, da muss einer auf dem Fahrrad sitzen, das ist euer Strom. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Glauben Sie mir, das ist wirklich wahr. Der Lösungsplan ist da und ich bin davon überzeugt, dass Johannes Alt sich das sehr genau anschauen wird, weil du trittst ja immer mit Bürgern in Dialog, das muss man ja sagen, auch in deinem eigenen Wahlkreis. Vielen Dank für den Lösungsplan.